Hallo, da bin ich wieder. Diesmal mit Unterstützung. Ja, hallo. Meld dich, sag ich jetzt schon. Stell dich mal vor. Ja, also ich bin der Unknown von Lauras Clan aus S4League und ja, ich bin relativ freiwillig heute hier, um sie zu unterstützen. Als wenn ich dich gezwungen hätte. Okay. Mm-hmm. Psst. Okay, dann starten wir mal. Hallo, wo bin ich hier? Sei gegrüßt, mein Hündchen. Ich bin Rudi die Ratte. Du befindest dich hier in einem Londoner U-Bahnhof, meiner derzeitigen Unterkunft, bis mein Studium abgeschlossen ist. Dein Studium? Was willst du denn mal werden? Anwalt? Seltsam. Das vermutet jeder. Aber nein, ich beabsichtige mal ein erfolgreicher Börsenmakler zu werden. Von der Gulliratte zum Millionär sozusagen. Das ist ja toll. Sag mal, ich habe gehört, dass man hier durchaus der Stadt rauskommt. Weißt du was darüber? An manchen Stellen sind die U-Bahn-Röhren mit dem alten Kanalisationssystem verbunden. Wenn du so einen alten Kanal findest, führt er dich vielleicht zum Ort an den... Also ich sehe durch die Wand, dass da eine Bahn ist. Kamera drehen. Oh, ist ja mit Band. Aha. Weißt du, die ist da oben reingelaufen, die Maus, und jetzt... Oder Ratte, wie auch immer, und jetzt ist die wieder da. Sag mal, Rudi, warum sind denn manche von den Lampen kaputt? In dem tolles Spiel. Na, ich habe den Anfang ja nicht miterlebt. Also weißt du eigentlich überhaupt nicht, worum es hier geht. Ehrlich werden? Na ja, sicher. Die Notrufsäulen sind im Eimer. Aber wirklich gefährlich ist nur die dritte Schiene. Die darfst du nicht berühren, wenn sie unter Strom steht. Du könntest dich verletzen. Ich pass schon auf, danke. Okay, die dritte Schiene darf ich nicht berühren. Es geht darum, dass alle seine Geschwister weg sind und von Cruella geklaut wurden. Yeah, mit Wasserpistolen schießen die. Ja. Irgendwie ist es jetzt gerade verbuggt. Hab ich so das Gefühl. So. Ich auch irgendwie, ja. Ich meine, die Originalserie kenne ich teils irgendwie. Scheiße. Okay. Fuck. Ich komme nicht hoch. Ah. Das ist ja mies. Du sollst ja auch an diesen Holzteil entlang laufen. Oder drauf rumlaufen. Also jetzt brauche ich aber ganz dringend irgendwie Leben, sonst bin ich gleich tot. Ist bei dir eine Lebensanzeige? Bei mir nämlich nicht. Ja, die ist jetzt gerade wieder weggegangen. Jetzt bin ich tot. Nein, mein erstes Mal, dass ich tot gegangen bin. Glückwunsch. Oh. Der Hund ist grün. Danke. Nein, nicht grün. Okay, das per Skype Bildübertragung zu machen, ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Also niemals nachmachen. Bei dir ist es einfach nur schlecht. Bei den anderen hat es funktioniert. Sonst ich hätte noch TeamViewer im Apparat gehabt, aber... Naja. Du verarsch mich nicht. Das damit ausschalten? Yeah! Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir ein Leben gespart. Memo an mich selber. Schaue erst in der Umgebung. Was war denn da? Ich habe gar nicht gesehen, was dir Leben abgezogen hat. Oh, ein Hund. Da war die Elektro. Yeah, ein Hotdog. Ich krieg wieder ein Hotdog. Yeah. Was macht ein Hotdog mit dem Hund da? Das füllt dir ein bisschen Leben auf. Genauso wie Hamburger oder Pizza. Siehst du, jetzt ist meine Tatze wieder voll. Hm. Ich muss doch bestimmt hier lang, oder? Ja.
Wo lenkt mich der denn jetzt hin? Doch da rein. So weit habe ich nie gespielt, glaube ich. Cool. Yeah. Das war auch cool. Und beiß Cruella von mir. Und beiß Cruella von mir. Da ist irgendwas Grünes. Ja, ein Krokodil war das. Da ist die Ratte wieder. Ah, hallo Rudi. Gehst du schwimmen? Ich weiß nicht. Das Wasser sieht ein bisschen eklig aus. Und ich bin nicht sicher, ob ich gut genug schwimmen kann. Ich schwimme jeden Tag durch diese Kanäle. Das Wasser ist eigentlich recht sauber. Und ich verspreche dir, wenn du einigermaßen Hunde paddeln kannst, ist es ungefährlich für dich. Sogar der Strudel weiter vorne. Ein Strudel? Ja, der ist echt lustig. Aber zieh dich vor Cruellas Spielzeugrobotern vor. Also ich glaube, die Ratte hat sie irgendwie nicht mehr alle. Ist gut. Bis nachher. Ja, was erwartest du? Die lebt jetzt schon so lange da. Da ist noch ein Krokodil. Wow. Geisterung. Wie ich jetzt lang laufe? Ah. Der eigentlich immer so, wenn der einen Knochen findet. Ja. Jetzt kann ich speichern. Ja, du musst wissen, ich speichere ziemlich oft. Zur Sicherheit einfach immer nur. Damit habe ich nicht gerechnet. Da oben ist noch irgendwas. Oh, krass. Ah. Ah, oh. Ja, da ist. Da oben ist noch was. Schiffe? Ja, Schiffe und so. Putzi. Schiffe versenken viel mehr jetzt oder was? Aua. Roter Kreuzer besiegt. Hm. Ich bin aber gleich schon wieder kaputt. Ein Teddybär? Hm. Der mit Wasserpistolen schießt. Süß. Oh. Wo sind meine Knochen? Schon wieder tot. Tja. Gut, dass ich gespeichert habe. Jetzt, wo ich mit dir kommentiere, stirbst du auf einmal. Die anderen waren halt Anfangslevel. Jetzt bin ich ja schon etwas weiter. Ich hätte Skype auch beschäftigt machen sollen. Ich sehe immer, wenn einer online kommt. Und das sind nicht gerade wenig. Ja. Ich meine, wer einmal deine Kontaktliste in Skype gesehen hat, oh. Ach komm, so. Der fühlt sich sicherlich einsam. Moment, haben die da einen Korken? Ja, die haben einen Korken geschossen. Ein Leben! Oh. Vielleicht sollte ich das Spiel auch mal spielen. Ist eine Überlegung wert. Ich hab das ja. Also mir macht's Fun zu spielen, wenn ich ehrlich bin.
Nochmal speichern. Scheiße. So tief wollte ich jetzt auch noch nicht. Ich werde hier bestimmt nachher noch mal hin müssen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, du sollst zum Strudel. Nee, ich suche mir erstmal alle Hunde und Knochen. Ich muss ja 100 Knochen suchen. Und so. Leute, von da bin ich gekommen, dass ihr jetzt da seid. Scheiße! Ich muss hier nochmal runter. Ah. So viel Knochen verpasst. Ja. Jetzt bin ich wieder beim Strudel angelangt. Beim Sprudel? Beim Sprudel. Ich hab Sprudel gesagt. Super. Ich darf noch mal eine Runde runterrutschen. Ich speichere gleich. Ich werde bestimmt noch mal runterrutschen. Okay, also dafür, dass du in S4 so gut jumpen kannst, ist das hier einfach nur noch enttäuschend. Ja, tut mir leid. Es ist nicht so einfach, wenn du mit der linken Hand auf den Pfeiltasten rumhüpfst und mit der rechten auf den Ziffernblock bist. Warum auf dem Ziffernblock? Damit du hier bellen und drehen und schnüffeln kannst. Kannst dich stören.